und 4b sowie Zusatzpunkte 3 und 4, Beratung mehrerer Vorlagen zum Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter und zur Mietpreisbremse. Über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Antrag der Fraktion Die Linke zur Mietpreisbremse sowie über die beiden Gesetzentwürfe der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Dämpfung des Mietanstiegs werden wir später namentlich abstimmen. Das heißt, wir haben drei namentliche Abstimmungen, die jetzt in diesem Zusammenhang auf uns zukommen werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 77 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich bitte Sie noch einmal, Gespräche, die nichts mit Mietpreisen oder Mietpreisbindung zu tun haben, draußen zu führen. Das betrifft wirklich alle. Ich fange einfach nicht an, wenn Sie nicht aufhören. Es betrifft Sie auch. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen oder sich mit der Mietpreisbindung auseinanderzusetzen? So, ich eröffne die Aussprache und das Wort hat Karin Ley für Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in deutschen Großstädten sind die Mietpreise in wenigen Jahren um 30, 40 in Berlin und Augsburg sogar über 50% gestiegen. Eine bessere Anlagemöglichkeit für Spekulanten als Mietwohnungen können sich viele im Moment überhaupt nicht vorstellen. Das Einzige, was bei diesem sagenhaften Beutezug von Spekulanten durch unsere Städte und durch die Portemonnaies der Mieterinnen und Mieter stört, sind die alten Mietverträge, sind die Altmieter, die alte und deswegen günstige Mietverträge haben. Ich finde, diesen sagenhaften Beutezug durch unsere Städte und durch unsere Portemonnaies, den müssen wir hier endlich stoppen. Findige Vermieter setzen aber alles daran, Mieterinnen und Mieter mit alten Mietverträgen rauszuekeln, wie sie und wo sie nur können. Ein prominentes Beispiel, vielleicht das prominenteste Beispiel, ist Karl-Heinz Gehrig aus Köln, genannt Kalle. Er sollte nach 30 Jahren seine Wohnung im beliebten Kölner Agnesviertel verlassen, weil der Vermieter ihm eine Eigenbedarfskündigung geschickt hat, er wolle dort mit seiner Freundin einziehen. Er hat zum einen die Kündigung verschickt und gleichzeitig die Wohnung zum Kauf angeboten im Internet. Offenbar wollte er sich da wohl kein neues Nest bauen, sondern es ging ihm darin, die Wohnung möglichst teuer zu verkaufen. Und da hat er ohne Kalle offenbar mehr Geld bekommen. Trotzdem musste Kalle diese Wohnung verlassen. Und ich finde, das sind Verhältnisse. So geht es einfach nicht. Und die Zahl solcher Eigenbedarfskündigungen, der ist ja rasant angestiegen. Über 40.000 waren es im vorletzten Jahr. Das ist eine ganze Kleinstadt von Mieterinnen und Mietern, die wegen Eigenbedarf gekündigt werden. Und diese Begründungen werden immer absurder. Da soll mal ein Au-pair-Mädchen einziehen, jemand braucht ein Arbeitszimmer in seiner Zweitwohnung. Entfernteste Verwandte werden plötzlich sozusagen dort als Eigenbedarf angegeben. Und das alles nur, um alteingesessene Mieter aus ihren Wohnungen zu schmeißen. Ich finde, es ist höchste Zeit, Mieterinnen und Mieter gegen solche Kündigungen besser zu schützen. Leider haben viele Gerichtsurteile die Situation für Mieter verschlechtert. Beispielsweise sollen jetzt auch Unternehmen Eigenbedarfskündigungen machen können. Also es ist doch ehrlich gesagt völlig absurd, dass jetzt jeder, der Mitglied einer GbR ist, plötzlich Eigenbedarf anmelden kann. Oder beispielsweise noch absurder ist das hier, wenn ein Mieter Schulden hat beim Vermieter, dann kann er ja eine fristlose Kündigung dadurch abwenden, indem er den Ausstand bezahlt. Aber wenn er eine ordentliche Kündigung kann er dadurch nicht abwenden. Deswegen ja, schicken dann findige Vermieter gleich beide Kündigungsformen gleichzeitig raus und schwupps sind sie die unliebsamen Mieter los. Es häufen sich Urteile, wo Mieter, die wegen Schäden ihre Mietminderung geltend gemacht haben, hinterher aus ihren Wohnungen geschmissen werden. Also ich muss mal sagen, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass ein Mieter, der sein Recht auf Mietminderung geltend macht, hinterher eine Kündigung bekommt. Da müssen wir einen Riegel vorsetzen.
Eines ist doch klar. Je mehr wir den Kündigungsschutz für die Mieter verbessern, desto besser schützen wir unsere Städte vor Spekulation. Und das sollten wir dringend tun, meine Damen und Herren. Ich möchte einen anderen Punkt ansprechen, das ist die Mietpreisbremse. Ich denke, es müsste völlig unstrittig sein, dass hier dringend nachgebessert werden muss. Denn selbst dort, wo sie überhaupt eingeführt wurde, stiegen die Mieten weiter, hier in Berlin zum Beispiel um 17% in nur einem Jahr. Meine Damen und Herren, diese Mietpreisbremse ist ein Rohrkrepierer. Und hier rächen sich einfach die zahlreichen Ausnahmen, die die Union auf Druck der Immobilienwirtschaft damals in das Gesetz hineinverhandelt hat. Das sind Ausnahmen beim Neubau, Ausnahmen für möblierte Wohnungen, Ausnahmen für Modernisierung. Mit diesen ganzen Ausnahmen kann eine Mietpreisbremse nicht funktionieren. Das will ich klipp und klar sagen. Und alle diese Ausnahmen, die müssen auch gestrichen werden. Der Deutsche Mieterbund fand heraus in einer eigenen Studie, dass 70 bis 95% aller neuen Wohnungsangebote über dem lagen, was die Mietpreisbremse für zulässig erklärt. Und welche Konsequenzen hat es? Keine. Also ich muss mal sagen, was ist es denn eigentlich für ein Gesetz, gegen das zu 95% verstoßen werden darf, ohne dass irgendetwas passiert? Es kann doch nicht sein, dass einem Vermieter keinerlei Strafe droht, wenn er sich nicht an Gesetze hält. Das Umgehen der Mietpreisbremse, das ist Betrug am Mieter und das muss auch wie Betrug geahndet werden. Wir brauchen einfach wirkungsvolle Strafen und ich finde auch, dass das, was zu viel einbezogen wurde, vom ersten Tag zurückgezahlt werden muss. Und deswegen, ich meine, ich finde das gut, was Herr Maas vorschlägt, was die Grünen wollen. Wir wollen das auch, dass man das Recht hat, die Miete des Vormieters zu kennen. Das sollte ja völlig unstrittig sein, übrigens auch bei der Union. Aber das reicht leider als Nachbesserung bei weitem nicht aus, wenn wir die Mietpreisbremse wirklich funktionieren lassen wollen. Aber selbst diese banale Verbesserung, zu dieser banalen Verbesserung ist die Koalition einfach nicht in der Lage. Und ich muss mal sagen, diese schlechte Politik in Bezug auf Wohnen, diese Vernachlässigung von Mieterrechten, die führt am Endeffekt dazu, dass arme Menschen, dass alte Menschen an die Stadtrente verdrängt werden. Es führt zur Enteignung der städtischen Mittelschichten und beides wollen wir nicht. Es wäre so viel mehr nötig. Stichwort zweite Mietrechtsnovelle. Auch da ist ja viel angekündigt worden, aber hier ist nichts eingebracht worden. Wir brauchen aus meiner Sicht dringend eine Abschaffung der Modernisierungsumlage. Sie befördert teure und sinnlose Modernisierung. Das darf einfach nicht sein. Den Mietenspiegel müssen wir nachbessern. Auch das haben wir hier beantragt. Wir haben alleine 5 Debatten zum Mietrecht gemacht. Wir haben insgesamt 11 Debatten zur Wohnungs- und Mietenpolitik gemacht. Von der Koalition kam nur ein Gesetz zur Mietpreisbremse, wo außer der Überschrift einfach nichts stimmt. Das ist Ihre Gesamtbilanz. Da frage ich mich einfach, wollen Sie mit dieser Bilanz nach 4 Jahren hier rausgehen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, und ich weiß natürlich, dass es an der CDU liegt. Sie wollen ja gar nicht, dass die Mietpreisbremse wirkt. Sie wollen ja freie Fahrt für Spekulanten. Das ist ihnen ja wichtiger als der Schutz der Mieterinnen und Mieter. Das einzig Gute daran ist, dass sie hoffentlich im September keinen Mieter mehr wählen wird. Und Gott sei Dank haben wir ja immer noch die Mehrheit in diesem Land. Ja, ich sehe die SPD leider nicht sonderlich kämpfen. Das finde ich schade. Ich finde nicht, dass man so viel... Ja, Sie haben ja außer der Mietpreisbremse gar nichts durchgesetzt. Wo ist denn Ihr Kampf? Sie haben doch hier eine Mehrheit für eine Nachbesserung der Mietpreisbremse. Lassen Sie uns doch gemeinsam nutzen. Meine Damen und Herren, zu guter Letzt, was wir nämlich auch brauchen, ist neben einer guten Mietpreisbremse eine richtige Bodenpreisbremse. Auch hier müssen wir mal einen Riegel vorschieben. Und wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz für Gewerbemieten. Ich meine, was mit den Mietern passiert, das passiert ja auch mit den kleinen Läden. Sie haben das vielleicht mitbekommen hier in Berlin mit dem Café Filou, mit der Buchhandlung Kisch & Co. oder auch mit Bantelmann. Ich meine, alle diese Läden, die seit Jahren einfach dort die Stadtteile prägen, die sind jetzt von einem Rausschmiss bedroht. Das dürfen Sie nicht zulassen. Wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter und auch für die kleinen Läden. Vielen Dank. Vielen Dank, Karin Ley. Ergebnis der Abstimmung zu
Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat. Das war die namentliche Abstimmung zum Antrag der Linken, Drucksache 18/11429, abgegebene Stimmen 565. Mit Ja haben gestimmt 110 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 455. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Wir gehen jetzt weiter in der Debatte. Der nächste Redner ist Dr. Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Rängen, ich glaube, im Ziel sind wir uns doch alle einig. Wir wollen Mieter schützen. Und wir wollen auch nicht, dass Mieter aus ihren eingestemmten Wohnvierteln verdrängt werden. Das Einzige, wo wir uns nicht einig sind, ist tatsächlich der Weg. Wie wir den Weg beschreiten und wie wir das erreichen. Und da muss man einfach sagen, die Wohnungsmärkte in Deutschland, die sind eben sehr differenziert. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man über Ballungszentren wie Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Universitätsstädte spricht oder über den ländlichen Raum spricht. Da haben wir eben komplett unterschiedliche Situationen. Weil die Wohnungsmärkte so differenziert sind, brauchen wir hier auch differenzierte Lösungen. Und da bringen uns diese einfachen Antworten, die uns jetzt die Linken vorschlagen, die uns die Grünen vorschlagen, diese einfachen Antworten, die bringen uns überhaupt nicht weiter, meine Damen und Herren. Für uns ist wichtig, dass wir einen Ausgleich haben zwischen den Mietern auf der einen Seite und den Vermietern, den vermietenden Eigentümern auf der anderen Seite. Und deswegen haben wir ja auch das Instrument der Mietpreisbremse gemacht. Deswegen war das etwas, was wir schon bei unserem Wahlprogramm drin hatten. Deswegen hatten wir es im Koalitionsprogramm und deswegen haben wir die Mietpreisbremse auch gemacht. Und jetzt fragen nur manche, funktioniert die Mietpreisbremse? Und da gibt es in der Tat unterschiedliche Studien. Die könnte man jetzt tatsächlich methodisch hinterfragen. Da könnte man fragen, gerade Frau Ley, was Sie jetzt angesprochen haben, 95% der Mieten, die man so findet, die angeboten werden, die sind über der ortsüblichen Vergleichsmittel. Und daraus ziehen Sie jetzt den Schluss, das sind alles Verstöße gegen die Mietpreisbremse. Nein. Ich sage nein. Man muss sich doch mal genau anschauen, was steht denn eigentlich dahinter. Und Sie können bei den Angeboten, die man zum Beispiel bei ImmoScout und anderswo findet, da wissen Sie ja gar nicht, ob nicht möglicherweise die Vormiete schon höher gewesen ist. Sie wissen nicht, ob es eine umfassend modernisierte Wohnung gewesen ist. Das können Sie alles aus den Angeboten nicht ablesen. Deswegen ist dieser Schluss, den Sie daraus ziehen, und den Schluss, dass hier alle Vermieter hier betrügen würden, 95%, der ist einfach nicht in Ordnung. Und da sollten Sie lieber ein bisschen bei den Fakten bleiben an der Stelle. Ich sage ganz klar, wir als Gesetzgeber, wir haben eine klare Erwartung, dass die Vermieter sich auch an die Mietpreisbremse halten. Das ist völlig selbstverständlich. Wir machen Gesetze, damit sich daran gehalten wird. Und deswegen haben wir ja auch den Mietern Rechte an die Hand gegeben. Sie können die überhöhte Miete rügen und dann die zu viel gezahlte Miete auch zurückverlangen. Das ist gut und richtig. Und ich kann auch nur alle Mieterinnen und Mieter dazu auffordern, nehmt diese Rechte wahr. Ihr werdet auch Erfolg haben. Ihr werdet Erfolg haben. Das zeigen alle Gerichtsurteile, die es bislang gibt. Selbst der Deutsche Mieterbund sagt, alle Urteile, die es zur Mietpreisbremse gibt, die sind ausnahmslos zugunsten der Mieter ausgegangen. Ausnahmslos. Und deswegen kann ich noch mal sagen, das ist ein Instrument, was funktioniert. Es ist kein Allheilmittel, da komme ich noch dazu, selbstverständlich kein Allheilmittel, aber es ist ein Instrument, funktioniert. Und ich kann nur sagen, mit besonderer Selbstbehauptung sollten die Mieter ihre Rechte wahrnehmen, dann werden sie auch vor den Gerichten Erfolg haben, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich mal zu den Ausnahmen, die jetzt, wie die Linke und wie die Grünen uns auch vorschlagen, jetzt hier gestrichen werden sollen. Diese Ausnahmen, die sind ja nicht einfach von irgendwo hergekommen, sondern alle Ausnahmen, die haben wir uns wohl überlegt. Alle Ausnahmen haben ihre Berechtigung. Ich nehme nur mal das Beispiel Neubau. Die Mietpreisbremse wirkt nicht und soll auch nicht greifen, wenn es um neu gebaute Wohnungen gibt. Weil, das ist ja nicht so, weil wir sagen, da soll irgendwie Spekulation mit befördert werden, sondern weil es so ist, Sie können heute keine neue Wohnung bauen zu den Preisen der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das können Sie einfach nicht. Das geht nicht. Dafür sind die Baukosten zu hoch. Sie brauchen heute 10 bis 11 Euro, um neu bauen zu können. Und wenn man jetzt sagen würde, da muss aber die Mietpreisbremse auch gelten. Das heißt, ich baue zu 10 Euro und die Mietpreisbremse, die ortsübliche Vergleichsmiete ist vielleicht bei 7 Euro. Ja, da fehlen auf einmal 3 Euro in der Rechnung. Und das würde dann dazu bedeuten, dass das Ganze sich nicht wirtschaftlich trägt, dass das nicht finanzierbar ist. Und die Folge daraus wäre doch, dass wir weniger Neubau hätten.
weniger neu behalten. Und damit würden wir das Problem doch nur verschärfen. Die steigenden Mieten, die kommen doch daher, dass wir zu wenig Angebot auf dem Wohnungsmarkt haben. Und deswegen müssen wir doch alles dafür tun, dass die Mietpreisbremse keine Investitionsbremse ist, sondern wir müssen etwas dafür tun, dass mehr gebaut wird in unserem Land. Und deswegen ist diese Ausnahme für den Neubau auch völlig richtig, meine Damen und Herren. Und einen zweiten Punkt, den Sie jetzt streichen wollen. Sie sagen, den Bestandsschutz, den müssen wir streichen. Also den Umstand, dass wir gesagt haben, wir können natürlich nicht in bestehende Verträge eingreifen. Wir können nicht in bestehende Verträge eingreifen und sagen, du hast vielleicht deine Wohnung jetzt für 10 Euro vermietet, aber wenn du sie jetzt neu vermietest, dann muss es jetzt auf einmal 7 Euro sein. Da muss man doch einfach mal sehen, da sind wir auch in einem Rahmen, den die Verfassung uns vorgibt. Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Der Schutz des Eigentums. Wenn wir jetzt hier in einen laufenden Vertrag eingreifen würden, auch in eine laufende Finanzierung eingreifen würden, wo es natürlich bestimmte Erwartungen auch gibt, was kriegt man als aus dieser Mietwohnung heraus, dann würden wir doch unter dem Strich, wenn wir da eingreifen, erstens verfassungswidrig halten und auch ganz praktisch, wir würden viele von den kleinen Vermietern, und darum geht es, da sind ja nicht immer die großen Wohnungsgesellschaften, über die wir reden, sondern es sind vielen privaten Kleinvermieter, die würden wir damit, wenn wir da eingreifen würden in die laufenden Verträge, in die laufende Finanzierung, die würden wir in den Ruin treiben und deswegen werden wir solche Ausnahmen nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich, wenn Sie den Bestandsschutz ausnehmen wollen, dann ist es selbstverständlich ein Eingriff in bestehende Verträge, weil Sie damit sozusagen auf die Situation zugreifen. Das ist eine Rückwirkungsproblematik, verfassungsrechtlich höchst problematisch, und dafür gibt es keine Rechtfertigung. Das ist ganz klar, Herr Kollege Kühn, dass wir da auf verfassungsrechtlich sehr dünnem Eis sind, und das werden wir nicht mitmachen an der Stelle. Zur Modernisierung möchte ich noch was sagen. Die umfassende Modernisierung ist eine weitere Ausnahme, die wir von der Mietpreisbremse gemacht haben, und da möchte ich auch eins ganz klar sagen. Natürlich soll es hier keinen Missbrauch geben. Da sind wir völlig klar, auch als Union. Es darf nicht sein, dass junge Familien, dass ältere Menschen aus ihrer Wohnung herausmodernisiert werden. Und da bin ich auch ganz dabei zu sagen, wenn hier ein klarer Missbrauch offen zu tragen wird, da bin ich auch klar dabei zu sagen, da muss es dann auch eine Sanktion geben. Da muss es überlegt werden, ob man Schadensansprüche geltend macht. Da muss man auch darüber nachdenken, ob das nicht sogar ordnungswidrig ist. Da bin ich völlig dabei, weil Missbrauch des Instruments der Modernisierungsmieterhöhung, das darf es nicht geben und das gibt es mit uns auch nicht. Ich finde nur ein bisschen Ihre Diskussion jetzt mehr seltsam und Ihre Argumentation seltsam. Sie sagen ja zum Beispiel, die Schwelle, die hätten wir hier zu hoch angesetzt für die umfassende Modernisierung. Also was ist eigentlich eine umfassende Modernisierung? Da sagen Sie, naja, man muss ein Drittel der Kosten aufwenden. Das würde einen falschen Anreiz setzen, würde dazu führen, dass alle Vermieter möglichst hochpreisig modernisieren, um dann sozusagen unter diese Ausnahmen zu kommen. Ja, da kann ich nur mal sagen, da haben wir als Union darauf hingewiesen, dass das natürlich ein Effekt ist, der eintreten kann. Und deswegen haben wir auch in die Begründung hineingeschrieben, weil wir genau das gesehen haben, wir dürfen die Schwelle nicht zu hoch setzen, haben wir in die Begründung hereingeschrieben, dass auch in den Fällen, wo vielleicht ein Drittel der Kosten nicht erreicht ist, wo aber verschiedene Baugruppen angefasst werden, wo im Bad was saniert wird, wo die Fenster saniert werden, wo bei Elektroinstallation was gemacht wird, dass man qualitativ sagen kann, auch das ist eine umfassende Modernisierung, um eben genau diese Anreizstruktur nicht zu haben, dass man möglichst hochpreisig machen muss und dann hinterher die Mieter Schwierigkeit haben. Das war etwas, was wir als Union hineinverhandelt haben, und das war auch richtig so, dass wir es hineinverhandelt haben. Aber ich will noch einen Punkt sagen. Sie tun ja immer so, dass die Modernisierung, dass das immer Luxusmodernisieren wäre, dass das quasi der Regelfall sei. Und da sage ich nur mal, nein, das ist nicht so. Wir haben in den allermeisten Konstellationen Situationen, wo es um die energetische Modernisierung geht, wo es um den altersgerechten Umbau geht. Und das sind beides wichtige gesamtgesellschaftliche Ziele, die wir verfolgen. Und ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig. Natürlich brauchen wir energetische Sanierung, um unsere ehrgeizigen Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Und natürlich brauchen wir auch einen altersgerechten Umbau, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die demografische Entwicklung, dass wir damit standhalten können. Und wenn ich jetzt nur mal die Grünen nehme, die haben das in ihrem Antrag sehr schön formuliert, das könnte ich eins zu eins übernehmen. Die sagen in ihrem Antrag, unsere Wohnungen und Wohnungsmärkte müssen fit für die Zukunft gemacht werden. Angesichts der Klimakrise ist es dringend notwendig, auch im Gebäudebestand deutlich mehr Energie einzusparen. Und dann geht es weiter. Zusätzlich brauchen wir durch den demografischen Wandel vermehrt altersgerechte und barrierefreie Wohnungen, damit die Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Ja, genau, richtig, wunderbar. Schreiben Sie das in den Antrag. Das ist völlig richtig so, nur Sie ziehen die völlig falschen Schlüsse daraus, meine Damen und Herren. Was Sie jetzt hier vorschlagen, die Ausnahmen für die umfassende Modernisierung abzuschaffen, bei der Modernisierungsmieterhöhung massive Einschnitte zu machen, wozu führt das denn dann? Das führt doch nur dazu, dass diese Modernisierungen letztlich unter dem Strich nicht mehr wirtschaftlich tragbar sind, dass sie nicht mehr finanzierbar ist.
und dann werden sie hinterher auch nicht mehr vorgenommen. Und wer hat dann hinterher die Folgen zu tragen? Das sind doch dann die Mieterinnen und Mieter, die nämlich mit der zweiten Miete, den Betriebskosten, jetzt schon erheblich belastet sind. Die zweite Miete, die Betriebskosten, die ist viel höher gestiegen als die Kaltmiete. Und gerade die altersgerechte Modernisierung. Ich finde, das ist wirklich eine zutiefst soziale Frage, wenn die 90-jährige Witwe, die nicht mehr ihr Bad benutzen kann, weil es altersgerecht nicht umgebaut ist, die nicht mehr in ihre Wohnung kann, weil sie vielleicht mit der Hüfte nicht mehr so richtig kann und es keinen Fahrstuhl gibt, die muss dann aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie verhindern, dass die Wohnung modernisiert wird. Und das geht nicht, das werden wir nicht mitmachen. Das ist auch eine soziale Frage, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das völlig richtig, dass das Konzept der Modernisierung bei den Kosten auf drei Schultern liegt. Natürlich muss es der vermietende Eigentümer tragen. Und natürlich muss auch der Staat hier was tun. Da muss gefördert werden. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Förderungen, Programmen bei der KfW. Und steuerlich kann man da auch noch überlegen, was man machen kann. Aber natürlich muss auch der Mieter seinen Anteil über die Modernisierungsmieterhöhung dazu beitragen. Und deswegen wollen wir an diesem Konzept festhalten, also drei Säulen, die das tragen sind, damit erreichen wir diese gesamtgesellschaftlichen Ziele nicht. Aber diese einseitige Belastung, die Sie hier den Vermietern aufbürden wollen, das ist nicht in Ordnung und das wird es mit der Union an der Stelle auch nicht geben. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich ansprechen könnte, aber irgendwann ist dann meine Zeit auch zu Ende. Die Rügepflicht zum Beispiel, die Sie streichen wollen. Aktuell ist es ja momentan so, wenn ein Mieter in eine Wohnung einzieht, dann haben wir ihm das Recht gegeben, dass er die Höhe seiner Miete rügen kann. Und ab diesem Zeitpunkt kann er denen die Miete, wenn es sich hinterher herausstellt, auch zurückverlangen. Kann er vom Vermieter sagen, ich habe zu viel gezahlt, bitte zahl mir das zurück. Und was ist jetzt ab der Rüge vorgelegen? Und was ist jetzt der Sinn und Zweck dieser Rügepflicht, die Sie nun streichen wollen? Sie sagen jetzt hier, naja, das wäre im Prinzip alles etwas, was es einen Anreiz schafft für den Vermieter, die Mietpreisbremse zu umgehen. Das sollte im Prinzip, sagen Sie wieder, das ist so das Feindbild des Vermieters, was Sie hier aufbauen. Und da muss ich mal sagen, das ist wirklich ein erheblicher Widerspruch, den wir hier Ihnen geben müssen. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Die weit überwiegende Anzahl der Mietverhältnisse, die funktioniert wunderbar. Da gibt es ein gutes Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern und das klappt wirklich ohne Probleme. Der tatsächliche Sinn und Zweck dieser Rügepflicht ist doch, Planungssicherheit zu geben. Planungssicherheit für den Vermietern, weil der nämlich wissen muss, was kann er sozusagen verlangen. Und wir reden jetzt nochmal nicht über die großen Gesellschaften, sondern es geht um, liebe Frau Kühnert, es geht um die kleinen Vermieter, den kleinen Eigentümer, der vielleicht eine oder zwei Wohnungen als Altersvorsorge hat. Der hat große Probleme zu bestimmen, was ist denn eigentlich die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%, was ich da überhaupt nehmen kann. Der hat große Probleme, das zu machen, weil wir nämlich immer noch keine Reform der Mietspiegel haben, was wir als Union schon lange eingefordert haben, wo das BMJV immer noch keinen vernünftigen Vorschlag gemacht hat. Herr Lutz, das wäre mal ein richtiger Vorschlag sozusagen, dass wir da mal ein Stück weiterkommen. Atmen und Frage beantworten. Sind Sie bereit, eine Zwischenfrage zu beantworten? Gut, Frau Ley. Ich sage meine Zeit ist angehalten. Meine Zeit ist angehalten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja jetzt lange und ausführlich erläutert, welche Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse Sie nicht mitgehen würden. Ich habe aber jetzt mehrere Zitate von Ihnen gefunden, wo Sie ja gesagt haben, Sie sind offen für Nachbesserungen, nämlich im Bereich der Auskunftspflicht des Vermieters. Da haben Sie sich zitieren lassen im Mai, am 7. September, am 8. September. Also sind Sie weiterhin bereit, wenigstens in diesem einen Punkt bei der Auskunftspflicht des Vermieters die Mietpreisbremse noch in dieser Legislatur nachzubessern? Oder galt diese Aussage nur kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin? Ich stand selber bei den Abgeordnetenhauswahlen von Berlin nicht zur Wahl. Insofern war das völlig unabhängig von diesen Wahlen, Frau Kollegin. Für mich ist völlig klar, die Mietpreisbremse, und für uns alle ist es klar in der Fraktion, die Mietpreisbremse muss in der Praxis funktionieren. Es bringt ja überhaupt nichts, wenn wir hier als Gesetzgeber Gesetze machen, wo sich hinterher in der Praxis keiner dran hält. Und deswegen sage ich, alles das, was dazu führt, dass die Mietpreisbremse in der Praxis besser funktioniert, selbstverständlich, das finde ich in Ordnung. Und deswegen kann man auch über das Auskunftsrecht reden, wenn es um die Vormiete geht. Aber was Sie jetzt vorschlagen, es geht ja viel weiter, was Sie als Auskunftsrecht haben wollen. Sie sagen ja, dass der Vermieter alle erdenklichen Tatsachen dem Mieter beibringen muss, damit der das sozusagen valide beurteilen kann. Und da sage ich nochmal, wir reden hier nicht von den großen Gesellschaften, sondern 65% der Wohnungen in unserem Land, das sind die privaten Kleinvermieter. Und die haben große Schwierigkeiten zu ermitteln, was ist denn eigentlich die ortsübliche Vergleichsmiete. Und wenn Sie jetzt
verlangen, dass sozusagen alle Tatsachen beigebracht werden, dass valide sein muss, dann wälzen Sie mit einseitig das Risiko hier auf die Vermieter ab. Und das ist nicht in Ordnung. Deswegen nochmal, Auskunftspflicht, kann man darüber reden. Aber alle anderen Tatsachen, alles vorher mitzuteilen, das wird es mit der Union an der Stelle nicht geben, meine Damen und Herren. So, jetzt fängt die Uhr wieder an zu laufen. Ich habe nur noch wenige Sekunden Zeit. Deswegen möchte ich den letzten Gesichtspunkt, was die Rügepflicht noch anbelangt, kurz zu Ende zu bringen. Planungssicherheit, das war das entscheidende Gesichtspunkt hier an der Stelle. Die Beträge, wenn man sozusagen nämlich die Rügepflicht obsolet werden lassen müsste, wenn man sie streichen würde. Das würde nämlich dazu führen, dass möglicherweise ein Mieter über Jahre in einer Wohnung wohnt und am Ende, wenn er auszieht, ohnehin schon sagt, so jetzt sage ich mal, ich habe eigentlich viel zu viel Miete gezahlt und dann möglicherweise nochmal der private Kleinvermieter mit einer großen Summe sich konfrontiert wird, was den möglicherweise sogar in richtige wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen kann. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen hier Rechtssicherheit haben. Wir wollen nicht, dass jemand überfordert wird. Und deswegen ist die Rügepflicht richtig. All diejenigen Vermieter, der letzte Redezeit. Punkt, all diejenigen Vermieter, die wirklich hier Missbrauch betreiben, die eine falsche Vormiete vorsätzlich angeben, das sind Betrüger, ganz klar. Hier gibt es, so schlimm war es doch gar nicht, Frau Kollegin. Würden Sie bitte zum Ende kommen? Das sind Betrüger, da gibt es einsteigende Sanktionsmöglichkeiten, das ist in Ordnung. Deswegen unter dem Strich, wir sind dafür, dass die Mietpreisbremse funktioniert. Und das tut sie auch in der Praxis. Aber Ihre Vorschläge, die können wir nicht mittragen, meine Damen und Herren, weil sie gehen an der Praxis völlig vorbei. Vielen Dank. Macht nichts, dass Sie jetzt randaliert haben. Das kriegen wir auch wieder hin. Nächste Redner. Es war eine Protestaktion, ja. Das kriegen wir auch wieder hin. Nächster Redner, Chris Kühn. Für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Stuttgart durchschnittliche Neuvertragsmiete 13 Euro, eine Steigerung im letzten Jahr um 5,9%. Die Kolleginnen und Kollegen der CSU, München 17,55 Euro, Anstieg um 9,7%. Herr Lutschak, Berlin jetzt, ja, Berlin 10 Euro, Anstieg im letzten Jahr um 12,3%. Eine große deutsche Illustrierte hat dieser Tage getitelt, Städter in Not, und ich sage, diese Illustrierte hat absolut recht. Ich will nicht, dass Städte zu Wellnesszonen für Wohlhabende werden, ja, oder reichen Ghettos, sondern die durchmischte Stadt, die sozial gerechte Stadt ist das Ziel, und das hat diese Koalition in dieser Legislaturperiode gemeinsam leider nicht geschafft. Sie haben völlig versagt, dabei die Mieten in Deutschland zu deckeln. Es war ein Versprechen der Kanzlerin im letzten Wahlkampf, es war ein Versprechen der SPD, aber Sie sind damit gescheitert. Und diese Zahlen zeigen ganz klar, die Mietpreisbremse in Deutschland, sie funktioniert einfach nicht. Und sie funktioniert deswegen nicht, Herr Lutschak, weil Sie die Mietpreisbremse von der Union von Anfang an hintertrieben haben. Und die SPD hat sich leider auf diesem Spiel leider aufs Kreuz legen lassen. Und wenn Sie nun heute hier sagen, dass Raussanieren sozusagen ein Problem ist, aber dass Sie nichts an der Modernisierungsumlage ändern wollen, dann ist aus unserer Perspektive ganz klar, dass Sie hier Krokodilstränen vergießen, ohne wirklich politisch zu handeln wollen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr unerträglich an diesem Punkt hier angesichts der Situation in unseren Städten. Menschen werden heute aus den Innenstädten raussaniert, aus den Kiezen vertrieben. Und es hat was damit zu tun, dass diese Mietpreisbremse zu viele Löcher hat, zu viele Ausnahmen kennt, dass sie nicht transparent ist, dass es eine Rügepflicht gibt, die eigentlich systemfremd ist im Mietrecht. Und das haben Sie zu verantworten. Und deswegen haben Sie die Mieterinnen und Mieter in dieser Legislaturperiode enttäuscht. Und Sie als Union sollten sich wirklich mal vornehmen, ob Sie nicht damit sozusagen auch in den nächsten Wahlkampf ziehen wollen, mit sozusagen Ansagen an die Mieterinnen und Mieter, wenn Sie sozusagen jetzt schon mit der Mietpreisbremse sozusagen gegen die Wand gefahren sind. Und Frau, sehr geehrter Herr Lutschak, nochmal, ich höre auch immer wieder Eigentum, das haben Sie jetzt auch wieder ein paar Mal gesagt, die Eigentümer. Und Sie sagen auch immer wieder jetzt sozusagen auf Podiumsdiskussionen, wir wollen zukünftige Eigentümer sozusagen schützen, in Eigentum bringen. Ja, die Eigentümer von heute sind doch von morgen sind doch die Mieterinnen, die es heute gibt.
Und die hohen Mietpreise fressen den Menschen doch sozusagen das Geld weg, damit sie gar nichts mehr sparen können für Eigentum. Und ich sage Ihnen, eine funktionierende Mietpreisbremse ist auch Eigentümerschutz für morgen. Und deswegen sollten Sie sich nochmal überlegen, ob Ihre Position, die Sie im Augenblick haben bei der Mietpreisbremse, wirklich eigentlich zu Ihren Grundhaltungen passt. Heute haben Sie eine Chance, weil Gesetzesentwürfe heute hier beantragt sind, auch zur namentlichen Abstimmung kommen, sozusagen auch Farbe zu bekennen. Farbe zu bekennen, ob Sie die Mietpreisbremse wirklich sozusagen scharf stellen wollen, ob Sie sozusagen mietrechtliche Reform machen wollen oder nicht. Und die Chance besteht heute. Es ist, glaube ich, auch die letzte Mietrechtsdebatte in dieser Legislaturperiode, soweit man das im Augenblick sehen kann, die sozusagen hier von der Opposition beantragt worden ist. Und Sie haben nun die Chance, die großen Schnitzer aus der Mietrechtsnovelle rauszunehmen. Ich glaube nicht mehr an ein zweites Mietrechtspaket. Das ist sozusagen mehrfach von Heiko Maas vorgeschlagen worden, von der Union abgebügelt worden. Und ich sage Ihnen deswegen, heute haben Sie die Chance, sozusagen noch was zu ändern. Und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie reden viel über sozialen Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit, dass Sie Mieterinnen und Mieter in Deutschland schützen wollen. Und auch Ihr Spitzenkandidat tut es. Auch Ihr Spitzenkandidat tut es. Aber am Ende, glaube ich, kommen Sie nicht drum herum. Ihr Handeln hier im Parlament und Ihre Bilanz, die Sie als Große Koalition auch vorlegen, vor der müssen Sie auch im Wahlkampf standhalten. Das sage ich Ihnen ganz klar. Und deswegen fordere ich Sie auf, bekennen Sie heute hier Farbe. Wenn man heute in der Schlange steht, in Stuttgart, im Durchschnitt mit 75 anderen Menschen, die sich um eine Wohnung bewerben, dann ist vollkommen klar, dass diese Wohnungsmärkte aus dem Ruder geraten sind. Und das Mietrecht, wie wir es kennen, ist ein Ausgleichsrecht. Aber es funktioniert angesichts dieser überhitzten Wohnungsmärkte eben nicht mehr, Mieterinnen und Mieter vor Raussanierung zu schützen, Menschen sozusagen vor überzogenen Mietforderungen auch zu schützen. Und deswegen braucht es eine soziale Erneuerung des Mietrechts. Und dafür stehen wir Grünen heute mit unserem Antrag, aber auch mit unseren Gesetzentwürfen. Und die Bilanz, Herr Lutschak, die Sie hier so schön gemalt haben, ist ja eine ganz andere. Die Bilanz ist doch eigentlich die, dass die Mieterinnen und Mieter in dieser Legislaturperiode in eine ziemlich dunkle Röhre geguckt haben. Und auf dieser dunklen Röhre steht CDU, CSU und Herr Lutschak drauf, weil Sie haben verhindert, dass mehr Mieterinnenrechte in dieser Legislaturperiode beschlossen worden sind. Und deswegen braucht es eine Ablösung dieser großen Koalition angesichts dieser dramatischen Situation auf den Wohnungsmärkten. Weil sie sind nicht handlungsfähig, weder bei Mietrecht noch bei anderen Fragen des Wohnens. Und deswegen treten wir Grünen dafür ein, dass es mehr Mieterinnenschutz gibt, mehr sozialen Wohnungsbau und endlich wieder ausgeglichene Wohnungsmärkte, damit wir eben den sozialen Zusammenhalt in unseren Städten nicht länger gefährden. Dankeschön. Vielen Dank, Chris Kühn. Nächster Redner, Klaus Mindrup für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich Sprechstunden durchführe oder in meinem Wahlkreis in Berlin unterwegs bin, gibt es ein Thema, auf das ich am meisten angesprochen werde, und das ist die Angst der Menschen, ihre eigene Wohnung zu verlieren. Sei es durch hohe Mietsteigerungen, sei es durch Modernisierungen, sei es durch Umwandlung in Eigentumswohnungen oder Eigenbedarfskündigungen. Und ich kann diese Angst persönlich nachvollziehen, und ich finde, wir dürfen sie an dieser Stelle auch nicht kleinreden. Ich bin seit 2002 Aufsichtsrat einer kleinen Mietergenossenschaft in Prenzlauer Berg. Als im Jahr 2000 ein Spekulant unsere Wohnungen erwerben wollte, ist es uns gelungen, diese Wohnung zu sichern. Wir haben seitdem spekulationsfreien Wohnraum zur Verfügung gestellt, haben weitere Häuser dazu gekauft. Wir schreiben schwarze Zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, und wir vermieten weit unter dem Mietspiegel. Das ist also möglich, auch mit einem seriösen Geschäftsmodell möglich. Wenn wir aber ein paar Straßen weiter gucken und in die Kopenhagener Straße gehen, wo ich mein Wahlkreisbüro habe, aber wo auch ein Haus ist, was hier schon mehrfach diskutiert worden ist, da sieht man, was in diesem Land rechtlich anders auch möglich ist. Und wir müssen uns dieses Extrembeispiel mal anschauen. Die Kopenhagener Straße hat das Haus 46, hat einem Freund von mir gehört, als er gestorben ist, haben seine Kinder das Haus meistbietend weiterverkauft. Der neue Eigentümer hat eine umfassende Modernisierung angekündigt. Die Mieten sollten um 10 bis 15 Euro auf den Quadratmeter steigen. Nicht auf, um. Die Modernisierung sollte von Firmen und wurde auch von Firmen durchgeführt, die mit dem neuen Eigentümer wirtschaftlich verflochten waren. Daher wurden extrem hohe Baukosten aufgerufen.
Aber das Ziel des Vermieters oder des neuen Eigentümers war ja gar nicht, als Vermieter aufzutreten. Er hat den Altbau in Eigentumswohnungen aufteilen lassen, um sie zu verkaufen. Damit dieses Modell aufgeht, musste er als erstes erstmal seine Mieterinnen und Mieter, eigentlich seine Kunden, loswerden. Und ihm ist das bis auf zwei Wohnungen auch gelungen. Heute stellen wir fest, dass die Baumaßnahmen, die damals angekündigt wurden, gar nicht alle durchgeführt wurden. Denn man kann ja auch, nachdem das Haus entmietet war, Eigentumswohnungen als Betongold verkaufen, obwohl die teure Wärmerückgewinnung gar nicht gebaut wurde. Ich erwähne dieses Modell, weil ja oftmals nicht unterschieden wird zwischen den Geschäftsmodellen. Man spricht oftmals von Investoren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Vermietern, vor allen Dingen den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, den Genossenschaften, den kleinen Vermietern und anderen, die sich an die Spielregeln halten, und Leuten, die Häuser billig aufkaufen, entmieten, um anschließend die Wohnung teuer zu verkaufen. Das ist ein grauer Baumarkt, der sich in diesem Land breit gemacht hat. Und diesen grauen Baumarkt müssen wir stoppen. Und ich habe gerade von Herrn Dr. Lukschak gehört, dass die Union das will. Aber die Therapie, die Methode ist ja schon klar. Heiko Maas hat das Mietrechtspaket 2 vorgelegt. Und nach dem Mietrechtspaket 2 wäre sowas wie in der Kopenhagener Straße gar nicht mehr möglich. Weil nämlich dort bei Modernisierung auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit eingeführt wird. Müsste eigentlich einer Partei der sozialen Marktwirtschaft auch zu verständlich zu machen sein. Wirtschaftlichkeit und soziale Zumutbarkeit werden bei Modernisierung nicht mehr richtig geprüft. Das ist ein ganz schwerer Fehler. Das kann man relativ einfach lösen, indem man sagt, die Höhe der umlegbaren Kosten wird gekappt, wie das ja auch vorgeschlagen worden ist von Herrn Maas, und die Modernisierungsumlage wird der Zinsentwicklung angepasst. Damit kann jeder seriöse Vermieter leben, aber der graue Baumarkt in unserem Land würde ausgetrocknet. Und dazu muss doch ein Bundestag in der Lage sein, sowas zu beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen als SPD gemeinwohlorientierte Geschäftsmodelle unterstützen. Als erstes sehen wir natürlich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die Genossenschaften als Partner an. Wir können das Bündnis gerne auch noch erweitern um alle, die das Gemeinwohl im Blick haben. Ich bin da überhaupt nicht ideologiefrei. Aber eins ist klar, ich bin da überhaupt nicht ideologiebehaftet. Es ist ein schöner Versprecher gewesen, aber das Thema ist wirklich ernst. Also es geht tatsächlich um den sozialen Frieden in unserem Land, und das ist ja schon deutlich gemacht worden. Und eine soziale Marktwirtschaft funktioniert auch nur dann, wenn der soziale Frieden gewahrt wird und wenn Mieterinnen und Mieter dauerhaft und sicher in ihren Wohnungen leben können. Die Mietpreissteigerungen sind ja gerade schon zu Recht ausgemacht worden. Was soll denn eine Rentnerin oder ein Rentner machen und sieht, die Rente steigt zwar dank unserer Politik, steigt etwas, aber die Mieten steigen noch viel schneller. Das kann doch nicht funktionieren. Deswegen ist da dringender Handlungsbedarf. Und wir hatten eigentlich im Koalitionsvertrag, dachte ich, vernünftige Lösungen gefunden, die auch ganz klaren Weg gewiesen haben und die eigentlich auch gesagt hätten, das Mietrechtspaket 2 muss umgesetzt werden. Ich stelle aber fest, dass wir in der konkreten Umsetzung uns da offensichtlich nicht einig werden. Und ich kann daraus nur eine Schlussfolgerung ziehen. Im nächsten Koalitionsvertrag wird die SPD ganz eindeutige Regelungen reinschreiben. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass wir der Koalition angehören. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir ähnlich wie beim Mindestlohn ein soziales Mietrecht in diesem Land durchsetzen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Klaus Mindrup. Nächster Redner, Kai Wegner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Miete und das Thema Wohnen, das sind für die Menschen in unserem... Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was heute mit der Opposition los ist. Vielleicht war da nachts jemand unterwegs und hat angesägt, keine Ahnung. Ich habe doch noch gar nicht angefangen, Frau Künast, da muss doch nicht jetzt schon der Protest kommen. Auch diese Lücke werden wir füllen. Herr Wegner, bitte reden Sie einfach weiter. Das Thema Mieten und Wohnen ist für die Menschen in unserem Land von größter Bedeutung. Und deshalb begrüße ich in der Tat, dass wir einmal mehr in dieser Legislaturperiode hierzu eine Debatte führen. Ein ausgewogenes, ja, ein soziales Mietrecht ist für diese Koalition eine schiere Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade
Gerade weil das Wohnen eine existenzielle Bedeutung hat, ist das Mietrecht zu Recht in Deutschland mieterfreundlich ausgestaltet und mit weitreichendem Kündigungsschutz und einer Sozialklausel. Vor diesem Hintergrund muss jeder Eingriff in das Mietrecht sorgfältig abgewogen sein, damit der gebotene Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen auch wirklich gewährleistet bleibt. Wenn ich aber zum Beispiel lese, was Linke und Grüne zum Kündigungsschutz im Wohnraummietrecht vorlegen, muss ich schon sagen, dass diese Anträge Maß und Mitte schmerzlich vermissen lassen. Mit dem, was Sie uns hier präsentieren, werden Sie der notwendigen gesellschaftlichen Ausgewogenheit in keinster Weise gerecht. Im Gegenteil, Sie wollen übermäßig in die verfassungsmäßigen Eigentumsrechte der Vermieter eingreifen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da machen wir nicht mit. Fast noch schlimmer liest es sich bei Ihren Initiativen bei der Mietpreisbremse. Insbesondere der Antrag der Linken liest sich wie ein einziger Misstrauensbeweis gegen alle Vermieterinnen und Vermieter. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider gibt es auch unter Vermietern vereinzelt schwarze Schafe. Und das dürfen wir auch nicht dulden, das dürfen wir auch nicht denen durchlassen. Aber einen ganzen Berufsstand an den Pranger stellen, meine Damen und Herren, das ist eben auch nicht in Ordnung. Diesen Misstrauensbeweis gegen Vermieterinnen und Vermieter, die beinahe 40 Millionen Menschen in unserem Land ein Zuhause geben, weisen wir als CDU und CSU entschieden zurück. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der sowohl bei Linken als auch bei den Grünen vorkommt und der völlig in die falsche Richtung geht. Sie fordern, dass die Mietpreisbremse auch für erstvermietete Neubauwohnungen und umfassend modernisierte Wohnungen gelten soll. Damit zeigen Sie einmal mehr, dass Sie elementare Grundprinzipien der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht verstanden haben, meine Damen und Herren. Kein rational denkender Mensch wird noch Geld in die Hand nehmen und neue Wohnungen bauen, wenn er nicht über die Miete das Geld auch wieder hineinbekommen kann, meine Damen und Herren. Und kein vernünftiger Mensch wird eine in die Jahre gekommene Wohnung sanieren und die Wohnqualität für die Mieter erhöhen, wenn er dafür am Ende noch draufzahlen muss. Linke und Grüne haben offenbar bis heute nicht verstanden, dass für die Wohnraumversorgung zu wenig Wohnungen gebaut werden und für die Erreichung der Klimaschutzziele zu wenig modernisiert wird, meine Damen und Herren. Wir haben die Mietpreisbremse eingeführt, um starken Preis... Ich spreche doch von der Koalition. Also noch sind wir in der Koalition, auch wenn ihr euch was anderes wünscht. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir in einer großen Koalition sind. Und die große Koalition diese Mietpreisbremse eingeführt hat, die Vorgängerregierung aus Rot-Grün im Übrigen nicht, meine Damen und Herren. Von daher vielleicht ganz gut, dass die Union mitregiert. Meine Damen und Herren, ja, wir haben die Mietpreisbremse mit unserem Koalitionspartner eingeführt, um starken Preissteigerungen auf den Mietwohnungsmärkten zu begegnen. Und ja, wir wollen verhindern, dass sich Mieter eine Wohnung in stark nachfragenden Gegenden nicht mehr leisten können. Sie hingehen wollen eine Mietpreisbremse, die zur Investitionsbremse umfunktioniert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch da machen wir nicht mit, denn sowas nützt weder den Mieterinnen und Mietern noch irgendjemand anderem, sondern wir brauchen mehr Investitionen in neuen Wohnraum, meine Damen und Herren. Ja, wir wollen den Anstieg der Mieten begrenzen, da sind wir uns alle einig. Ja, wir wollen, dass in Deutschland Wohnen bezahlbar bleibt. Aber es gibt einen Unterschied, meine Damen und Herren. Sie von der Opposition wollen Wohnungsmangel verwalten. Wir wollen Wohnungsneubau gestalten. Und wir tun gut daran, denn wenn die Nachfrage nach Wohnungen steigt, dann muss auch das Angebot an Wohnungen mitwachsen, um die Mietpreise konstant zu halten.
Na, das wäre ja super gut, Frau Künast, wenn das alle wissen, wenn irgendetwas in Ihren Initiativen, die wir heute beraten, irgendetwas von neuem Bauen auch in diesen Initiativen mal stehen würde. Weil kein einziger Punkt in Ihren Initiativen schafft irgendeine neue bezahlbare Wohnung, meine Damen und Herren. Und darüber müssen wir viel stärker reden. Das Linke und Grüne mit dem notwendigen Neubau von Wohnungen leider häufig Probleme haben, zeigt sich immer wieder, zuletzt auch einmal mehr in Berlin. Dort wurde eins der größten Bauvorhaben der wachsenden Stadt von Linken und Grünen, wegen der Machtfrage leider auch von unserem Koalitionspartner SPD, hier in Berlin über Nacht einkassiert. 5.000 neue Wohnungen hätten auf der Elisabeth-Aue in Pankow gebaut werden können. 12.500 Menschen hätten dort ein neues Zuhause finden können. Es wurde über Nacht einkassiert, sodass 12.500 Menschen in Berlin kein neues Zuhause finden können, meine Damen und Herren. Und das zeigt einmal mehr die Doppelmoral. Hier im Parlament wohlfeilende Anträge formulieren, für bezahlbare Mieten kämpfen. Aber da, wenn man Regierungsverantwortung hat, wenn es darum geht, neue Wohnungen zu bauen, dort den Schalter umzudrehen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Das ist eine Doppelmoral, die wir auch nicht hinnehmen und auch nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, das beste Mittel, und Frau Künast hat mich ja bestätigt, das beste Mittel gegen steigende Mieten ist und bleibt der Wohnungsneubau. Oder anders gewendet, wenn das Wohnen in Deutschland für alle Bevölkerungsgruppen bezahlbar bleiben soll, gibt es vor allem ein Mittel. Bauen, bauen und nochmals bauen. Und lieber Chris Kühn, dein Beispiel, 75 Menschen stehen in Stuttgart für eine Wohnung an, im Durchschnitt, absolut, es können noch mehr sein. In Berlin haben wir eine ähnliche Situation. Jetzt würde ich gerne einmal hören, welche der Maßnahmen, der Initiativen, Ihrer Anträge heute hier eine Abhilfe schaffen würde. Weil wenn es keine Wohnung gibt, bleiben 75 Menschen im Durchschnitt auf einer Wohnung sitzen. Und deswegen brauchen wir mehr Wohnungsbau. Und ich würde einfach die Opposition bitten, hier den Schalter umzudrehen. Wir brauchen mehr Wohnlandmobilisierung. Wir brauchen mehr Wohnungsbau in allen Preissegmenten. Das ist die Aufgabe, die wir als Deutscher Bundestag haben, meine Damen und Herren. Und ja, diese Koalition setzt auf Bauen. Diese Koalition setzt auf Investitionen in den Wohnungsbau. Und wir haben auch einige Maßnahmen hier gemeinsam erreicht. Ich denke an das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Wir haben eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen. Und wir haben auch einige Maßnahmen umgesetzt. Ich denke dabei als Beispiel an die Verdreifachung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf 1,5 Milliarden im Jahr, meine Damen und Herren. Und nun ist es ja leider eben nicht so, dass diese Mittel, die wir für den sozialen Wohnungsbau einsetzen, von den Ländern verwendet wird. Und ich kann nur sagen, wir sollten alle gemeinsam, fraktionsübergreifend auf die Länder wirken, dass diese Mittel endlich für den sozialen Wohnungsbau verwendet wird und nicht in irgendwelche Haushaltslöcher versickern, meine Damen und Herren. Das ist unanständig, was die Länder hier auch machen. Und meine Damen und Herren, wir verabschieden heute Abend ein weiteres wichtiges Instrument für mehr Wohnungsbau. Wir verabschieden heute Abend die Änderung der Bauplanungsrechtsnovelle. Und wir schaffen hier einen neuen Baugebietstypus, nämlich das urbane Gebiet. Herr Lutschak hat schon gesagt, wir haben unterschiedliche Situationen in Ballungszentren und in ländlichen Räumen, auch was den Mietmarkt angeht. Und mit diesem Baugebietstypus schaffen wir es oder ermöglichen wir es, den kleinen Städten und Gemeinden auch über höhere Bebauungsdichten zu beschließen und damit auch zusätzliche Wohnungen in den urbanen Zentren zu ermöglichen. Zudem schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass die Städte und Gemeinden am Ortsrand leichter Baurecht schaffen können. Das erleichtert auch den Wohnungsmarkt, gerade in den Zentren, in den Ballungszentren. Andere Punkte aus dem Bündnis hingegen harren noch einer Umsetzung. Ich denke da zum Beispiel an die Entbürokratisierung von Vorschriften und Normen beim Bauordnungsrecht. Hier würde ich mir sehr wünschen, Frau Künast, ich hoffe, auch hier sind wir einer Auffassung,
dass die Länder sich endlich darauf verständigen, dass wir eine einheitliche Musterbauordnung in diesem Land bekommen. Auch das wäre ein Schub für mehr Wohnungsbau in Deutschland. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, war, ist und sein wird, auch in den kommenden Auseinandersetzungen, ist die steuerliche Förderung zur Ankurbelung des Mietwohnungsbaus. Finde sehr bedauerlich, dass wir hier uns in der Koalition mit unserem Koalitionspartner nicht einigen konnten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gerade in diesen Zeiten Kapital freisetzen und steuerliche Förderung ermöglichen, um den Mietwohnungsbau anzukurbeln, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ein Punkt, der in den Anträgen und Gesetzentwürfen überhaupt nicht vorkommt Ihrerseits, ist die Schaffung von Wohneigentum. Die haushaltsbezogene Wohneigentumsquote liegt in Deutschland deutlich unter 50%, während in Ländern wie Schweden, Belgien oder Italien mehr als 2/3 der Menschen in sprichwörtlich den eigenen 4 Wänden leben. Ich glaube, wir müssen hier mehr tun. Wir müssen den Menschen Mut machen und wir müssen es auch ermöglichen, dass Menschen mehr auf Eigentum setzen. Es schafft mehr Bindung für ihre Wohnung, es schafft mehr Bindung für die Quartiere und das brauchen wir. Und es ist natürlich auch die beste Altersvorsorge, die man sich überhaupt wünschen kann. Deswegen werden wir weiter dafür streiten und kämpfen, dass wir ein Baukindergeld bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir gerade Familien es ermöglichen wollen, in den eigenen 4 Wänden zu wohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns einig, dass wir jährlich zwischen 350.000 und 400.000 Wohnungen brauchen. Ich bleibe dabei, wir brauchen diese Wohnungen in allen Preissegmenten, weil wenn wir bei den großen Neubauvorhaben nur auf sogenannte günstige Wohnungen setzen, gefährdet das die soziale Mischung in den Quartieren und wir schaffen uns die Probleme in bestimmten Quartieren von morgen, meine Damen und Herren. Die Sicherung, an die Redezeit, bitte. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum ist eine wichtige Gestaltungsaufgabe und diese Koalition nimmt diese Gestaltungsaufgabe an. Die Anträge und Gesetzentwürfe der Opposition gehen leider vollkommen in die falsche Richtung. Mehr Plan, weniger Markt, Misstrauen gegen Vermieter statt faires Miteinander. Das kann nicht funktionieren, meine Damen und Herren, und deshalb werden wir Ihre Initiativen auch nicht folgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wegner. Ich will Sie doch noch mal bitten, sich an die Redezeiten zu halten. Wir sind jetzt schon unglaublich weit drüber. Und bitte? Ich drehe nicht einfach den Saft ab. Ich will nur bitten, dass man sich dran hält, sonst ziehe ich den Kollegen weiter Redezeit ab. Ich habe das in einem Fall schon getan. Ab jetzt mache ich es konsequent. So, nächste Rednerin, Nicole Gulke für die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will die Gelegenheit bei der Debatte heute zur Mietpreisbremse nutzen, um ein paar Worte als Münchnerin dazu zu verlieren. Dass die Situation auf dem Münchner Mietmarkt dramatisch bis unmenschlich ist, das ist ja allgemein bekannt. Wir haben mittlerweile eine Durchschnittsmiete von um die 17 Euro pro Quadratmeter. Bei Neubauten können es auch schon mal 25 Euro werden. Im Münchner Wohnungsamt landen jährlich 10.000 Anträge mit höchster Dringlichkeitsstufe. Es ist also schlicht so, dass sich Gering- und Mittelverdienende, Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Auszubildende, Alleinerziehende, es ist so, dass sich die große Mehrheit der Münchnerinnen und Münchner das Wohnen in München eigentlich nicht mehr leisten kann. Und umso bedenklicher ist es aber auch zu sehen, dass sich dieses Drama so gut wie in allen Großstädten wiederholt. Und an dieser Stelle kann man dann auch nicht nur mehr auf lokale Besonderheiten verweisen, sondern hier handelt es sich um politisches Versagen, und zwar ein Versagen, das bei der Bundesregierung losgeht, und das kann nicht so bleiben. Die sogenannte Mietpreisbremse der Großen Koalition ist, wie das Beispiel München zeigt, ein nahezu wirkungsloses Instrument, weil der Mietspiegel in Wahrheit nämlich ein Mieterhöhungsspiegel ist. Solange völlig überdimensionierte Mieten vor der Neuvermietung und Mieterhöhungen bei Neubau und Modernisierungen zulässig sind. Aktuell kann man in München davon ausgehen, dass 30 bis 50% der Mieterhöhungen durch Modernisierung entstehen. Und dem folgt dann ganz oft auch noch die Umwandlung in Eigentumswohnungen.
Es ist einfach unverantwortlich, dass die Große Koalition an diesem wirkungslosen Konzept festgehalten und auf jede Nachbesserung verzichtet hat, so wie das die Opposition und diverse Mieterinitiativen vorgeschlagen hatten. Das hätte uns 4 Jahre weitere Mietenexplosion und weitere Vertreibung der Normalbevölkerung aus den Städten ersparen können. Und ich kann Ihnen sagen, das wäre für die Münchnerinnen und Münchner wirklich von unschätzbarem Wert gewesen. Ohne eine Deckelung der Mieten bei Neuvermietung, ohne die Abschaffung von Mieterhöhungen bei Modernisierung und ohne ein Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen ist heute keine Politik mehr im Sinne von Mieterinnen und Mietern zu machen. Das ist die Wahrheit, und da hilft jetzt auch der nächste zahme Vorschlag von Heiko Maas zur Absenkung der Modernisierungsumlage von 11% auf 8% nicht weiter, zumal die Union ja auch schon klargemacht hat, dass nicht einmal das mit ihr zu machen ist. Das wäre aber auch wirklich nur Kosmetik gewesen. Die Situation verändern würde es ja gar nicht. Die muss sich aber ändern, wenn unsere Städte noch lebenswert für alle Menschen sein sollen. Aber noch nicht mal das kann die SPD durchsetzen. Wir Linken wollen die Abschaffung der Modernisierungsumlage. Und das Beispiel München zeigt auch, dass die Instrumente, die einer Kommune zur Verfügung stehen, alleine nicht ausreichen, um die Profitlogik am Wohnungsmarkt und die Spekulation mit Grund und Boden einzudämmen. Um in Städten wie München die Probleme noch in den Griff zu bekommen, dazu braucht es eben einen wirklichen Kurswechsel in der Wohnungspolitik, und zwar auf allen Ebenen. Wir brauchen eine echte Mietpreisbremse, eine, die den Namen verdient und die nicht nur aus Schlupflöchern und Ausnahmen besteht. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Bund und Länder müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Und in München ist ein großer Teil der Mietsteigerungen auf die Steigerungen der Bodenpreise zurückzuführen. Und deswegen ist es allerhöchste Zeit, der Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben und Bodenwertsteigerungen umzulegen für mehr kommunalen und sozialen Wohnungsbau. Diese Umlage würde wirklich Sinn machen. Gehen Sie dieses Problem mal an. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, in dieser zugespitzten Situation, in der wir uns befinden, muss man sich entscheiden. Politik für Mieterinnen und Mieter oder Profite für wenige. Die Linke will eine Politik für Mieterinnen und Mieter. Wir wollen einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik, und dabei sollten Sie mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Nicole Gohlke. Und nächster Redner, Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. In Deutschland gibt es über 20 Millionen Mietverhältnisse. Das heißt, ein Großteil, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, der Bundesbürger lebt zur Miete. Und weil die Wohnung der höchstpersönliche Lebensraum ist und existenzielle Bedeutung hat für den Bürger, müssen wir dafür sorgen, dass Bürger gesichert in der Wohnung zur Miete leben können und keine Sorge haben müssen vor Kündigungen. Wir haben ein soziales Mietrecht, aber an einigen Stellen, da können wir unser soziales Mietrecht durchaus noch verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei geht es nicht darum, ein Feindbild vor Vermietern aufzubauen. Nein, aber wie in jeder Gruppe gibt es eben auch dort schwarze Schafe. Wir wollen nicht die normalen Vermieter treffen, sondern wir wollen die Abzocker dran kriegen. Wir stellen einfach fest, der freie Markt allein regelt die Wohnraumversorgung eben nicht ausreichend bei uns. Und wenn heute etwa ein Mieter wegen Mietrückständen fristlos gekündigt wird, dann kann er die Mietschulden bei einer fristlosen Kündigung nachbezahlen. Das ist eine gute Regelung. Das gibt einen Anreiz, dass er sich darum kümmert, das Geld noch zu besorgen. Und davon profitiert letztendlich dann auch der Vermieter, wenn er doch noch seine Miete bekommt. Und deshalb ist es für mich nicht einsehbar, dass wir diese Regelung nicht auch bei der ordentlichen Kündigung einführen. Ich finde, es gibt hier keinen Grund, die fristlose Kündigung von der ordentlichen Kündigung zu unterscheiden. Und wir schlagen eine weitere Verbesserung vor, ein Aspekt, auf den die Linken gar nicht eingehen. Bei Wohnraumverhältnissen haben wir einen besonderen sozialen Schutz, anders als bei Gewerbemietverhältnissen. Ich finde, es gibt Gewerbemietverhältnisse, da besteht ein ähnliches Schutzbedürfnis, etwa dann, wenn karitative oder gemeinnützige Einrichtungen die Wohnung angemietet haben. Es gibt zahlreiche karitative Einrichtungen oder gemeinnützige Vereine, die Wohnraum etwa für betreutes Wohnen, Frauenhäuser zum Schutz vor Opfern von Gewaltübergriffen oder Ähnlichem angemietet haben. Ich finde, auch hier sollten wir einen besonderen Kündigungsschutz einführen. Und schließlich finde ich Ihren Vorschlag, liebe Kollegen von den Linken, überraschend konservativ.
Sie wollen die Eigenbedarfskündigung nur noch zulassen, wenn der Vermieter selbst oder engste Familienangehörige die Wohnung beziehen wollen. Mal davon abgesehen, dass Sie nicht genau definieren, ja, lesen Sie mal nach, was denn ein Familienangehöriger dann genau sein soll, Cousin, Sohn, Tante, Großeltern. Sie wollen offensichtlich auch langjährige Partner schlechter stellen, wenn die nicht verheiratet sind. Nach Ihrem Vorschlag kann ein Ehepaar Eigenbedarf geltend machen, nicht aber der Vermieter, der in einer langjährigen Beziehung mit seinem Partner gelebt hat. Das ist ein rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild und das sollte nicht Gesetz werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat in dieser Legislaturperiode viel für die Mieterinnen und für die Mieter erreicht. Was haben wir uns Kritik anhören müssen für unsere Neuregelung zum Maklerrecht? Jetzt gilt der Grundsatz, wer bestellt, der muss bezahlen. Und heute sehen wir, die seriösen Makler profitieren, sie halten ihre Kundschaft und die Mieterinnen und Mieter werden deutlich entlastet, weil sie nur noch dann den Makler bezahlen müssen, wenn sie tatsächlich ihn beauftragt haben. Das ist eine große Entlastung, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Mieterinnen und Mieter bei uns. Und wir haben die Mietpreisbremse eingeführt und sie funktioniert. Das zeigen zahlreiche Urteile in ganz Deutschland, mit denen Mieterinnen und Mieter Abzocke gestoppt haben durch das Gesetz, was wir hier ins Gesetz geschrieben haben, was die SPD durchgesetzt hat. Diese Urteile zeigen, die Mietpreisbremse ist sinnvoll, sie funktioniert und sie verhindert exzessive Mietsteigerungen. Und das ist ein großer Erfolg, den die SPD durchgesetzt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich kann die Mietpreisbremse noch besser werden, keine Frage. Es ist überfällig, dass wir einen Auskunftsanspruch regeln, damit der Mieter auch erfährt und damit erst seinen Anspruch berechnen kann, was der Vormieter bezahlt hat. Und natürlich sollten dann Mieter auch den vollen überzahlten Betrag zurückerstattet bekommen und nicht nur ab dem Zeitpunkt der ersten Rüge. Ich bedauere sehr, dass unsere politischen Lebensabschnittsgefährten von der Union diesen Schritt nicht mitgehen wollten. Leider war auch in diesem Bereich bei Ihnen kein Herz für die Mieterinnen und Mieter vorhanden. Ich muss es so deutlich sagen. Und gerade weil die Hälfte unserer Bürgerinnen und Bürger zur Miete lebt, werden wir uns weiterhin auch für ein soziales und für ein gerechtes Mietrecht einsetzen. Der freie Markt wird eben nicht alleine für die Wohnraumversorgung sorgen können. Und so ein besseres Mietrecht, das verschieben wir eben nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern wir verschieben es auf den Sankt-Martins-Tag, den Tag der Bundestagswahl. Ab dem 24.09. wird es hier eine Mehrheit geben für ein sozialeres und gerechteres Mietrecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also da ich aus dem katholischen Bayern komme, so schnell wird man nicht heilig gesprochen. Das will ich Ihnen nur mal sagen. Sankt Martin, so schnell wird er nicht der Heilige. Gut. Nächste Rednerin, Renate Künast für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das finde ich ja gut, dass die Kollegen von der CDU schon einiges erwarten. Weil ich mir auch gedacht habe, ich rede jetzt mal zu Ihnen und antworte auf Ihre Redebeiträge. Es haben ja auch gerade zwei Berliner Mitglieder des Parlaments hier geredet, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich frage mich, in welcher Stadt Sie leben. Ja, Berlin. Aber ich meine, so ein bisschen waren Ihre beiden Reden wie diese Musik. Ich hörte diesen Jingle schon, das Sandmännchen ist da. Ja, und streut euch Sand in die Augen, meine Damen und Herren. Es war schon kurios. Also wenn Herr Wegner noch sagt, so großspurig ankündigt, was sie alles getan hat oder tun werden, oder Herr Lutschak dann immer sagt, worüber man reden wird, da bin ich bereit, darüber zu reden, dann rede ich mal über das, was Schwarz-Gelb getan hat, den Kündigungsschutz geschliffen. Ein Beispiel. Unter dem Deckmäntelchen Mietnomadentum, das es kaum gibt, aber ein paar gibt es garantiert, aber unter dem Deckmäntelchen des Mietnomadentums haben Sie die Vollstreckung verschärft gegenüber allen Mieterinnen und Mietern und deren Rechtsmittel verkürzt, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Vorstellung vom Mietrecht. So ist es. Herr Lutschak stellt sich ja hin, Herr Wegner auch, wir haben ja alle gleiche Ziele. Also dieses rhetorische Element kenne ich, ich sage Ihnen, aber wir haben nicht alle gleiche Ziele. Weil gleiche Ziele hat man nicht nur, weil man es sagt, sondern wenn sich die einzelnen Maßnahmen, die dahinter gesetzt werden, auch in die gleiche Richtung gehen, meine Damen und Herren. Sie reden von Artikel 14 Grundgesetz und sagen, das müsste doch ein Ausgleich geben zwischen Vermietern und Mietern. Sie kommen danach aber ständig mit Werbe zu dem Wort Planungssicherheit.
Ja, das sehe ich schon optisch vor mir, wie Investoren aus irgendwelchen anderen Ländern, die ihr Geld in Beton anlegen wollen in den Städten, in einer boomenden Stadt wie Berlin, wie die ihr Geld nach Berlin schleppen und sie verschaffen denen Planungssicherheit. Meine Damen und Herren, das ist nicht der Kern von Artikel 14 Grundgesetz und schon gar nicht die Sozialbindung des Eigentums. Dann hätten Sie hier Daseinsvorsorge rufen müssen. Immer wieder Daseinsvorsorge. Haben Sie aber gar nicht in den Mund genommen. Ich sage Ihnen, ich komme zu einer anderen Einschätzung, wir kommen zu einer anderen Einschätzung. Erstens, die Mietpreisbremse wirkt für meine Begriffe, Herr Kollege Fechner, leider nicht. Das hat das DIW gesagt, das hat der Deutsche Mieterbund gesagt, dass tatsächlich auch bei der Wiedervermietung 22% oberhalb der Mietpreisbremse, dem zulässigen Wert, die Mietpreise liegen. Dass das DIW hat uns erklärt und erzählt, dass bevor die in Kraft trat, weil sie auch so lange ordentlich noch mal richtig oben drauf gesetzt wurde, auch dafür haben sie nicht getan, meine Damen und Herren. Und bei der Rüge, also wie man Löcher im Käse zu Käse reden kann, hat Herr Lutschak vorgeführt. Ja? Das muss man auch erst mal hinkriegen, meine Damen und Herren. Die Rüge soll ja Planungssicherheit für den Vermieter schaffen. Ich meine, was für eine Chuzpe ist das denn? Irgendein ganz simpler Arbeiter oder Arbeiterin, meinetwegen eine Erzieherin oder Altenpflegerin, ja, die nicht viel Geld hat, soll, wenn sie zu viel Miete zahlt, erstens nicht einen Auskunftsanspruch haben, der sofort gilt, dass sie die Alten, der sofort gilt im Sinne von, es muss auch sofort eine Antwort gegeben haben. Ihren Auskunftsanspruch können Sie sich an die Wand nageln, weil da keine Frist drin steht, bis wann. Und diese Frist bis wann wird dann zu weil sie nicht da ist, wird zu Unverschämtheit, weil erst wenn Sie inhaltlich substantiiert rügen, ich zahle jetzt 10 Euro statt 57 oder 15 statt 10, ja, und das ist falsch, das ist rechtlich nicht unterlegt, dann müssen Sie vorher die Auskunft haben, um es zu belegen, und Sie dürfen erst ab der Rüge geltend machen, dass Sie Ihre zu viel gezahlte Miete kriegen, nicht die 1-2 Jahre rückwärts. Oder sage ich mal, können Sie mir eigentlich unter Artikel 14 Grundgesetz erklären, warum eine Altenpflegerin oder Erzieherin die letzten 2 Jahre zu viel gezahlte Miete nicht zurückfordern kann? Das ist unchristlich und unsozial. Da können Sie hier noch so viel erzählen, Sie seien ja bereit zu reden. Wie die Kollegin Ley treffend fragte, Sie reden immer vor den Wahlen, dass Sie reden würden, nach den Wahlen kommen aber keine Taten. Und deshalb weiß ich auch, warum Sie im Augenblick 7 Monate vor der Bundestagswahl schon wieder darüber reden, dass Sie reden würden, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir andere Regeln brauchen, andere Regeln, dass Sie tatsächlich Deckelungen, die wir aufgeführt haben in unserem Entwurf. Wir brauchen nicht nur Begrenzung, wir brauchen auch andere Bemessungszeiträume für einen Mietspiegel, meine Damen und Herren. Wir brauchen bei der Modernisierungsumlage einen Deckel, meine Damen und Herren. In Zeiten, also die Modernisierungsumlage hatte ja mal den Sinn, Modernisierung anzuschieben. Das ist aber heute eigentlich gar nicht das Problem, meine Damen und Herren. Heute zahlen Sie 11% der Kosten. Also 11% wird umgelegt, aber Sie zahlen das auch noch jahrzehntelang, obwohl die investierten Kosten längst abgezahlt sind. 11% obendrauf. Warum können wir das eigentlich unter dem Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge nicht ein Stück reduzieren, Herr Lutschak? Warum können wir das nicht? Warum können wir es nicht auf eine sinnvolle energetische Sanierung, die wir brauchen wegen der Kosten, und auf Barrierefreiheit für alte und behinderte Menschen machen? Warum können wir den Graumarkt der internationalen Investoren im Wesentlichen nicht mit einer Kappung der Umlage fähigen Summen ein Stück deckeln, meine Damen und Herren. Das wäre sozial. Und ich sage Ihnen was, wenn Herr Wegener noch erzählt, wir wollen den Kündigungsschutz abschaffen. Was ist eigentlich Herr Wegener von der CDU dagegen zu sagen, wenn das Jobcenter zu spät zahlt oder das Soziale, was mal vorkommt, dass das nicht dazu führen kann, dass der Mieter seine Wohnung einfach so verliert? Das ist doch nicht unsozial. Ich muss Ihnen sagen, nach dieser Rede, mein letzter Satz, nach dieser Rede muss ich Ihnen ehrlich gesagt in aller Deutlichkeit sagen, Doppelmoral hat in diesem Haus einen Namen. CDU, Lutschak und Wegener. So, jetzt hat der Kollege Michael Friese, CDU/CSU, das Wort. Das ist reizend von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Ihre gerade eben Vorgängerin
habe darum gebeten, die Redezeiten wirklich einzuhalten, weil wir schon sehr spät dran sind. Die Minute, die sich Frau Künast gerade für den Berliner Wahlkampf geklaut hat, die gebe ich Ihnen selbstverständlich gerne wieder zurück an dieser Stelle, damit das Haus auch wirklich weiterkommt. Frau Künast, diese gespielte Form von Entrüstung, kehren Sie zurück zu Ihrer eigentlichen Bestimmung, treten Sie weiter Schutzbretter im Deutschen Bundestag heraus. Das funktioniert effektiv. Die Argumentation funktioniert bisher nicht. Wir wollten Ihnen eigentlich in dieser Debatte, die wir in einer ganzen Reihe von... Jetzt hatte sie gerade genug Zeit und trotzdem ist es noch nicht zu Ende. Es war ja nur zu erwarten, dass eine solche Debatte noch mal aufflammt. Und ich muss ganz eindeutig am Anfang sagen, das zu Ende gedacht, was hier mit etwas Brimborium außenrum formuliert wird, heißt doch zu sagen, wenn ich die Verzugsfolgen anschaue, wenn ich die Frage des Unmöglichmachens von der Umlage von Modernisierung tatsächlich zu Ende denke, niemand sagt etwas dagegen, dass wir tatsächlich hinschauen müssen, ob wir das nicht reduzieren. Auch davon spricht der Koalitionsvertrag. Aber jetzt mal auf die Seite der Linken gesagt, mir ist klar die Orientierungslosigkeit, in der sich Ihre Partei befindet. Aber diese Form zu Ende gedacht heißt Enteignung. Das heißt am Ende des Tages wirklich, und damit werden viele Ihrer Probleme gelöst, Enteignung bis hin zur Bodenenteignung. Denn nur dann kann ich tatsächlich am Ende sagen, der Vermieter braucht nicht mehr darauf zu achten, ob er denn überhaupt irgendetwas an Wirtschaftlichkeit mit seinem Eigentum umsetzen kann. Es ist noch nicht mal mehr Sozialismus. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie man am Ende dieses Tages einen wirklich funktionierenden Wohnungsmarkt installieren will, dort wo er nicht funktioniert. Die Behauptung, Mieter werden in diesem Land nicht geschützt, ist unwahr. Sie bleibt auch durch noch so oft die Wiederholung unwahr. Dass es Missstände gibt, glaube ich, stellt niemand in Abrede. Und deshalb meine ich, es ist jetzt wirklich alles an Argumenten ausgetauscht worden. Das ist immer das Schöne an einem etwas späteren Rednerplatz, dass man sich auf diese Vorreden gerne und gut beziehen kann. Aber beim Thema Mietpreisbremse, es ist ja nicht so, dass wir funktional, dass wir systematisch nicht darauf hingewiesen hätten, an welchen Stellen es zum Teil nicht funktionieren kann. Und genau da, wo es nicht funktioniert, nämlich in den Ballungsräumen, helfen all diese Vorschläge nicht besonders weiter. Und mal die entscheidende Frage aufgeworfen, wie wollen Sie eigentlich, abgesehen vom Ballungsraum auf der einen Seite, hin zum Leerstandsgebiet in diesem Land, alles über einen Kamm zu scheren? Das bedeutet am Ende des Tages, es funktioniert nirgendwo mehr, die Investition, sei es im Ballungsraum oder sei es in Gebieten mit tatsächlich vorhandenen Leerständen. Das Land ist tatsächlich ungleich besiedelt, also braucht es auch ungleiche Antworten, um einen Mietmarkt auf dem Laufenden zu halten. Und deshalb sage ich noch mal zurück zu den entscheidenden Grundsätzen. Der Normalfall ist eben nicht der herzlose Großkonzern, der mit Fremdkapital Wohnung anbietet. Nein, es ist der Klein- und Kleinstvermieter. Drei Viertel in diesem Land werden tatsächlich von Familien, von Einzelvermietern an die Menschen vermietet, die 20 Millionen. Es ist der Normalfall, dass in diesem Land ein unbefristetes Mietverhältnis besteht und das wirklich nur mit ganz ausgewiesenen Ausnahmen auch wirklich beendet werden kann. Es sind sehr wenige Gründe, dass das überhaupt geht. Es geht um erhebliche Verletzung vertraglicher grundsätzlicher Pflichten. Und deshalb auch bei dem Thema, das Sie immer wieder anführen, die Frage der Eigenbedarfskündigung. Es sind ganz eng umgrenzte Möglichkeiten, die in unserem Land den Vermieter schützen. Die entscheidende Frage, darauf will ich schon noch einmal eingehen, die Verzugsfolgen bei der Frage Nichtzahlung von Miete. Es hat gute Gründe, warum wir hier unterscheiden zwischen außerordentlicher Kündigung und ordentlicher Kündigung. Und wenn Sie das tatsächlich zum Prinzip machen wollen, dass Sie immer wieder durch das Nachlegen eines Kleinstbetrages diesen Betrag an aufgelaufener Miete nicht mehr zum wesentlichen Leistungsinhalt machen, dann kündigen Sie das Synalagma auf. Irgendwann sind die Hauptleistungspflichten, das zur Verfügung stellen,
Zählen von Mietraum auf der einen Seite und das Zahlen von Miete auf der anderen Seite nicht mehr in Ausgleich zu bringen. Und das heißt Aufkündigung dessen, was wir bei dieser Frage der Verlässlichkeit, der Berechenbarkeit, wenn Sie es denn so haben wollen, Planungssicherheit auch für einen Mieter durchaus brauchen und haben müssen. Und am Ende des Tages geht es schon darum, dass wir sagen müssen, bei den ganzen angeführten Punkten bleibt es doch dabei, dass in diesem Bereich, und da sagt niemand ein Wort dazu, 1 Million Wohnungen fehlen. Der Fehlbestand in diesem Land hat sich mittlerweile auf 1 Million summiert. Ich höre kein einziges Wort darüber, wie sich dieser Mietbestand auf Dauer effektiv, nachhaltig und bezahlbar für beide Seiten, für einen Investor und einen Vermieter und einen zukünftigen Mieter tatsächlich herstellen lässt. Und da ist der wesentliche Unterschied in diesem Haus. Nicht nur den Mieter, der im Augenblick schon eine Wohnung hat, zu versorgen, sondern auch an den Mieter zu denken, der keine Wohnung hat und in Zukunft keine Wohnung zu hat. Und das geht anscheinend in diesem Land nur mit CDU/CSU, meine Damen und Herren. Und die entscheidende Frage für mich ist schon, dieses auf die Tränendrüse drücken, dafür habe ich ja pathetisch durchaus Interesse und auch Verständnis. Aber wenn einer sagt, dass er damit gegen Altersarmut anziehen will, dann muss ich schon mal ehrlich die Frage stellen, auch Vermieter, gerade die Kleinstvermieter, sind Menschen, die Wohnraum brauchen. Auch da gibt es Kinder, die Wohnraum brauchen. Und auch um die entscheidende Frage geht es nämlich, wenn ich am Ende des Tages, wir wollen, dass die Menschen in Eigentum investieren, um ihre Zukunft zu sichern, um ihre Altersvorsorge mit ein Stück weit zu sichern. Und deshalb sage ich dieses, ich sag's, Krokodilstränen über die Frage von Explosionen in Ballungsräumen, aber das Missachten aller anderen in diesem Land. Mit dieser Frage verhindern Sie keine Altersarmut, Sie schaffen sie erst, diese Altersarmut, wenn Sie das am Ende des Tages wirklich durchsetzen wollten. Und die entscheidende Frage, bleiben Sie schuldig? Wenn Sie überhaupt über die Frage Mietpreisbremse und Orientierung reden, dann muss ich auch über die Frage entscheidend nachdenken, wie wollen Sie denn das ohne einen Mietspiegel überhaupt machen? Wie wollen Sie denn eine Orientierung in dieser Frage bekommen? Also Sie schütten das Kind nicht nur mit dem Bade aus, sondern Sie sorgen auch gleich dafür, dass es kein Badewasser mehr gibt am Ende des Tages. Und das kann sicherlich nicht im Sinne unseres Erfinders sein und sicherlich nicht im Sinne der deutschen Mieter und eines Mietmarktes, der tatsächlich funktioniert. Kein Satz zum Thema sozialer Wohnungsbau bei einer anscheinend doch so wahnsinnig wichtigen mietrechtlichen Debatte. Kein Satz über die entscheidende Botschaft zu sagen, dass ein Wohnungsmarkt nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn er ständig, beständig auch mit neuen Wohnungen versorgt wird. Kein Satz über die entscheidende Frage, wenn ich dann tatsächlich die Modernisierung des Altbestandes schon nicht mehr zulassen will, wo soll denn dann der neue Bestand am Ende des Tages eigentlich herkommen? Und dann mal ein Satz über die Frage der Verteuerung. Auch die Krokodilstränen zu sagen, wie teuer denn das Ganze geworden ist, da muss man doch von Vermieterseite ein Stück weit entgegenkommen. Ganz schauen wir uns mal die Länder an, wo Grün tatsächlich mit in Verantwortung ist. Wenn Sie von Verteuerung reden, dann reden Sie darüber, dass an dieser Stelle die Grunderwerbsteuer runter muss. Das würde den Markt und den Baumarkt tatsächlich entlasten. Am Ende des Tages, tut mir leid, bei der Diskussion bleibt nur das übrig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, danke schön. Sie haben Ihr Versprechen eingehalten. Das ist wunderbar. Können andere auch tun und Zeit einsparen. Nächste Rednerin ist Uli Nissen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass die Rechte der Mieterinnen und Mieter mir besonders wichtig sind. Wir von der SPD nehmen die Sorgen und Ängste der Menschen ernst, die Angst haben, ihr soziales Umfeld zu verlieren. Unser Ziel ist es weiter, die Rechte der Mieterinnen und Mieter zu stärken. Wir sehen unter anderem Handlungsbedarf bei der fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzug. Wir wollen eine Schonfristregel, wenn innerhalb dieser der Mietrückstand des Mieters oder der Mieterin beglichen wird. Soll die außerordentliche und auch die ordentliche Kündigung unwirksam sein? Damit können wir verhindern, dass jemand, der einmal seine Miete nicht zahlen konnte, direkt von der Wohnungslosigkeit bedroht ist. Allerdings wollen wir auch, und das fehlt mir in Ihrem Antrag,
dass dies nur einmal innerhalb von 2 Jahren möglich ist. Denn auch Vermieterinnen und Vermieter brauchen Rechtssicherheit. Es gibt nämlich nicht nur Mieterinnen und Mieter, deren finanzielle Situation angespannt ist, sondern auch Vermieterinnen und Vermieter, die dringend darauf angewiesen sind, dass sie ihr Geld pünktlich bekommen, weil sie selber Zahlungsverpflichtungen haben. Deshalb ist mir das ein wichtiger Aspekt, das wird häufig nicht betrachtet. Auch mir ist wichtig, dass wir klarer festlegen, wann Eigenbedarf nicht durchgesetzt werden kann. Da zählen für mich auch die Unterbringung von Au-pair dazu, und auch Personengesellschaften dürfen auch nicht Eigenbedarf durchsetzen. Außerdem soll eine Eigenbedarfsklage unwirksam sein, wenn den gekündigten Mieterinnen und Mietern nicht eine leerstehende Wohnung im gleichen Haus oder Anlage alternativ angeboten wird. Häufig treten die Probleme für Mieterinnen und Mieter durch Eigenbedarfsklage bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen auf. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind auch die Bundesländer gefragt. Denn Länder können gemäß § 577 BGB mit Rechtsverordnung in Gemeinden festlegen, in denen die Wohnraumversorgung besonders gefährdet ist, und damit einen verlängerten Kündigungsfrist von bis zu 10 Jahren festlegen. Also, liebe Länder, tut was. Und liebe Kolleginnen und Kollegen aus Hessen, leider ist unter Schwarz-Grün in Hessen keine Verbesserung eingetreten. Es bleibt bei 5 Jahren wie unter CDU und FDP. Und das bedauere ich sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Weiter können die Länder unter anderem eine Landesversorgung erlassen, mit der die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt gestellt wird. Auch ein wichtiger Aspekt. Dies würde uns in Frankfurt helfen. Und Sie werden sich nicht wundern, auch das ist unter Schwarz-Grün in Hessen nicht passiert. Also Hessen tut da was. Wir haben einiges im Mietrecht und gerade im sozialen Wohnungsbau auf den Weg gebracht. Wir wollen mehr. Nachjustierung, Mietpreisbremse ist angesprochen worden. Ich gehe davon aus, letztlich, dass die CDU dort mitmacht, weil viele von ihren Kollegen kommen auch aus angespannten Wohnungsmärkten. Die Vermieterinnen und Vermieter müssen die Vormiete vorlegen. Das wollen wir gesetzlich verankern. Ich bin selber Vermieterin und gehe mit gutem Beispiel voran. Ich habe seit 12 Jahren ein einziges Mal die Miete um 20 Euro erhöht. Und gerade jetzt, auch ganz in der ganz aktuellen Zeit, ich vermiete zum 1.4. eine Wohnung im Frankfurter Nordend, mache keine Mieterhöhung. Die bleibt so wie vor 10 Jahren. Das ist das, was ich mir auch von vielen anderen wünsche. Und wichtig ist auch, habe ich auch vorher schon gemacht, Herr Lutschak, das habe ich auch vorher schon gemacht, als ich noch keine Bundestagsabgeordnete war. Aber stellen Sie es vor. Ja, ich habe vor, ja, also bitte, ich mache das seit, ja, ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, meine Miete erhöht. Vermieterinnen und Vermieter, wichtig ist auch wirklich dieser Rückzahlungsanspruch. Ab Vertragsbeginn, Herr Lutschak, Sie haben vorhin gesagt, Vermieterin, ja, wenn die wissen ja nicht genau, wie die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Herr Lutschak, die können Sie an Haus und Grund wenden und dann wissen Sie, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Also überhaupt gar kein Problem. Deshalb wichtig ist, die Vermieterinnen und Vermieter müssen die Miete zurückzahlen ab dem Zeitpunkt des Mietvertrages. Dafür werden wir uns mit allen Kollegen einsetzen. Ich denke, da machen wir alle intensiv mit. Mietrechtspaket 2. Ein ganz wichtiger Aspekt ist heute auch schon angesprochen, die Modernisierungsumlage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird sicherlich nicht nur in Frankfurt ein wichtiger Aspekt sein. Dass Luxussanierungen zu enormen Mieterhöhungen führen, und dies fast schon alltäglich. Auch wenn es nicht immer so krasse Formen am Wiener Wingertstraße 21 oder ganz aktuell in einem Mehrparteienhaus in der Lerchnerstraße 10 in Frankfurt-Nordend. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, soll die Miete nach Modernisierung von 920 Euro kalt auf 2.427 Euro steigen. Das ist eine Steigerung um 164%, 1.507 Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was hat der Mieter von einem gedämmten Keller und einem neuen Bad, wenn er die Miete nicht mehr bezahlt? Auch was hat eine Mieterin, auch wenn ein Fahrstuhl neu angebaut wird, aber die alte Dame, die Miete nicht mehr bezahlen kann, Herr Lutschak? Noch kann man alles machen, und wenn der Markt es hergibt, wird es auch gemacht. Das ist kein Einzelfall. Aber wir möchten nicht, dass die Stadtteile luxussaniert werden und sich normale Mieterinnen und Mieter, die alteingesessen, die Wohnung nicht mehr leisten können. Wir wollen weiter bunte, gemischte Stadtteile. Deshalb ist unsere Forderung, deutlich die Modernisierungsumlage zu senken. Im Augenblick ist angedacht von 11 auf 8. Mein Wunsch wäre 5. Zusätzlich, aber noch viel wichtiger, wollen wir die Kappungsgrenze einführen. Das bedeutet 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 8 Jahren die Erhöhung. Das würde für die Lerchnerstraße anstatt 1.507 Euro bedeuten 336 Euro. Vielleicht hätte dies der Mieter noch tragen können.
Deshalb sind dies Probleme, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir wirklich dringend in den Griff bekommen müssen. Wie gesagt, ich weiß, ganz, ganz viele, 98% der Vermieterinnen und Mieter sind wirklich gutwillig. Die tun alles für ihre Mieter. Aber es gibt dummerweise schwarze Schafe und da müssen wir eingreifen. Und lasst uns daran gemeinsam kämpfen, liebe Kollegen. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Michael Groß, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, den letzten beißen ja immer bekanntlich die Hunde. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Viele warten ja auf die namentliche Abstimmung. Ein wichtiges Thema heute, Wohnen und Leben in Städten. Es geht eben nicht nur um den bezahlbaren Wohnraum, sondern auch um die Frage, können Menschen in ihrem Lebensumfeld, in der Nachbarschaft wohnen bleiben? Können sie sich die Nachbarschaft aussuchen, die Wohnung, in der sie leben wollen? Wir müssen dafür sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass eben ältere Menschen, die lange in ihrem Stadtteil leben, die wissen, dass sie ein Netzwerk haben, auf das sie sich verlassen können, Nachbarn haben, die für sie einkaufen, eben nicht wegen einer Modernisierung aus ihrer Wohnung getrieben werden. Dafür müssen wir sorgen und dafür müssen wir die soziale Funktion des Mietrechts stärken. Das trifft natürlich auch junge Familien zu. Die Situationen wurden gerade schon beschrieben, Berlin, München, Hamburg. Aber der Kollege Fechner hat es deutlich gemacht, die Mietpreisbremse greift. Und insbesondere dort, wo Mieter in die Lage versetzt werden zu klagen, bekommen sie recht. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass Transparenz hergestellt wird, dass es eine Auskunftspflicht gibt des Vermieters darüber, wie die Vormiete war. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Rückzahlungspflicht auf dem ersten Tag des Mietvertrages dann auch stattfindet. Und lieber Kollege Lutschak, ich habe, glaube ich, im Juni des letzten Jahres auch mit Ihnen hier debattiert. Ich habe damals gesagt, es grüßt täglich das Unionsmurmeltier. Ich wiederhole das an dieser Stelle. Ich habe von Ihnen keine Aussage bekommen, wie Sie dazu stehen, dass wir die Modernisierungsumlage von 11% auf 8% senken müssen. Weil es wurde ja schon richtig beschrieben, viele Menschen sind eben nicht in der Lage, nach der Investition diese Erhöhung zu bezahlen, zu finanzieren. Gerade wurde schon Zahlen genannt. Es ist so, wenn jemand 20.000 Euro in eine Wohnung investiert, er nachher das Recht hat, dauerhaft 183 Euro auf die Miete umzulegen. Dauerhaft. Wir haben vorgeschlagen, im Koalitionsvertrag das an eine Amortisationszeit zu binden. Selbst dafür sind Sie zurzeit nicht bereit. Und ich kann nur noch mal sagen, der beste Entwurf zum Mietrecht, den hat Heiko Maas vorgelegt. Das ist der beste Vorschlag zur Reduzierung der Mietentwicklung. Das ist der beste Vorschlag zur Sicherung der sozialen Funktion des Mietrechts. Erlauben Sie mir noch zwei Sätze zum Thema Wohnungsbau. Die Union stellt das mal so dar, dass die Schaffung von Wohnungen das einzige Instrument ist, um dafür zu sorgen, dass Menschen Wohnen bezahlen können. Es ist ein Instrument. Das andere ist das Mietrecht, eine Leitplanke, die der Bundestag hier auf den Weg bringen kann. Damit haben wir sicherzustellen, dass Mieten bezahlbar bleiben. Natürlich ist ein Instrument bezahlbarer Wohnraum, ohne Zweifel. Wir haben eine gute Bilanz. Wir als SPD haben durchgesetzt, dass wir die soziale Wohnraumförderung verdreifacht haben, 1,5 Milliarden. Und ich kann Ihnen nur sagen, ein Erfolgsmodell in SPD-Ländern. NRW, 10.000 neue Wohnungen im letzten Jahr, die geschaffen wurden mit einer sozialen Bindung. Das ist ein Erfolgsmodell, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir mussten sie da eher zum Jagen tragen. Ja, wir mussten sie eher zum Jagen tragen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass nach 2019 der Bund in der gemeinsamen Verantwortung mit den Ländern und Kommunen bleibt. Wir dürfen das nicht den Regionen überlassen und schwachen Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt wollte ich schon fast nur die Genossinnen und Genossen ansprechen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Ja, ja, ja. Wir haben ja gestern noch zusammengesessen, in fröhlicher Runde, genau. Also, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir dafür sorgen, dass wir starke Städte haben. Und ich glaube, dass ein wichtiges Instrument sein wird, dass wir unsere kommunalen Wohnungsunternehmen stärken. Wir haben ein zu geringes Korrektiv.
Von den über 40 Millionen Wohnungen gehören nur 2 Millionen den Genossenschaften und 2 Millionen sind in der Hand der kommunalen Wohnungsunternehmen. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Anteil größer wird und die kommunalen Wohnungsunternehmen das Korrektiv auf dem Wohnungsmarkt werden. Dazu gehört auch eine vernünftige Liegenschaftspolitik der Kommunen. Und Grundstücke sind heute ein Preistreiber beim Thema Wohnungsbau. Die Kommunen müssen wieder in die Lage versetzt werden, vernünftige Liegenschaftspolitik, vorausschauende Liegenschaftspolitik zu betreiben. Und mein letzter Satz, wir müssen die Grundsteuer C einführen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die bestrafen, die mit ihren Grundstücken spekulieren. Herzlichen Dank. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen zu den Abstimmungen. Zunächst über Tagesordnungspunkt 4a sowie Zusatzpunkt 3. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 11049 und 10810 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe, das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4b. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Mietpreisbremse wirkungsvoll ausgestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10089 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 9123 abzulehnen. Bevor wir über diese Beschlussempfehlung auf Verlangen der Fraktion Die Linke namentlich abstimmen, weise ich darauf hin, dass wir gleich noch 2 weitere namentliche Abstimmungen direkt im Anschluss durchführen werden. Also, ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Und wir stimmen über die Beschlussempfehlung ab. Links so. Sind die Plätze an den Urnen alle besetzt? Hier vorne. Rechts von mir fehlt noch ein Schriftführer und hinten an der Nein-Türe fehlt auch noch ein Schriftführer oder eine Schriftführerin. Frau Yüksel ist da, es fehlt Herr Janicek. Die Opposition fehlt noch hier rechts von mir in der Nähe der Regierungsbank. Nein. Herr Janicek ist eingeteilt. Ja. So, sind jetzt alle Plätze besetzt? Ich sehe, das ist der Fall. Dann eröffne ich die erste namentliche Abstimmung, und zwar über die Beschlussempfehlung.
Mitglieder des Hauses ihre Stimmkarte abgegeben? Ich mache darauf aufmerksam, dass hier noch viel Platz an den Urnen ist. Dann würde das alles viel schneller vonstatten gehen. Ja? Wer hat seine Stimmkarte noch nicht abgegeben? Dann aber schnell jetzt. Mitglieder des Hauses ihre Stimmkarte abgegeben. Ich sehe, das ist der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. So, jetzt bitte ich alle Platz zu nehmen, damit wir mit den Abstimmungen fortfahren können. Zusatzpunkt 4. Wir stimmen jetzt über zwei Gesetzentwürfe der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen namentlich ab. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten bei umfassenden Modernisierungen. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11440 den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 8856 abzulehnen. Auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen stimmen wir namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? Ich sehe, das ist der Fall. Ich eröffne die zweite namentliche Abstimmung, diesmal über den Gesetzentwurf der Grünen. Bitte schön. Ich habe mich ja vielleicht gegen seine Regierung nie geklingelt, als ich hier sitze. Sitze hier an, die Wange,
Haben alle ihre Stimmkarte abgegeben? Alles da? Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten durch Streichung der Rügepflicht und die Schaffung eines Auskunftsrechts. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11440 den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 8857 abzulehnen. Auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen stimmen wir namentlich ab. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? Ich sehe, das ist der Fall. Ich eröffne die dritte namentliche Abstimmung, und zwar wieder über den Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen. Wir hatten jetzt noch drei Nachzüge für die zweite. Ist das okay? Ist okay. Wer hat seine Stimmkarte noch nicht abgegeben? Ja, aber schnell. So, ist noch jemand im Saal, der die Stimmkarte nicht abgegeben hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden Ihnen später bekannt gegeben. Ich bitte Sie jetzt alle, wieder Platz zu nehmen. Auch